Hallo zusammen. Also heute das Thema: Warum ist Deutsch so wichtig für mich? Warum ist Deutsch meine Lieblingssprache? Also ich werde heute ein bisschen von meiner deutschen Geschichte erzählen. Also die deutsche Sprache ist so wichtig für mich in meinem Leben. Es ist immer so wichtig gewesen. Also warum? Also ein Beispiel. Ich kann Deutsch. Ich kann auf Deutsch lesen. Ich lese Romane. Ich kann die Zeitung lesen. Ich kann auch deutsche Filme sehen und verstehen. Ja, mehr oder weniger. Ich bin zweimal oder dreimal in Deutschland gewesen. Ich war auch in Österreich. Ich war auch in der Schweiz. Ich habe viele Länder besucht. Ich bin also in Deutschland viel gereist. Und als ich 20 Jahre alt war, also bin ich mit dem Zug in Deutschland gereist. Also von Frankfurt nach Köln, nach Hamburg, danach nach Berlin und München. Ich war auch in München. Ich war zweimal in München, ich war vielleicht zweimal in Berlin und ich war auch in Dresden. Ich war zweimal oder dreimal in Österreich, in Wien und Salzburg und ich habe auch Innsbruck besucht. Das war auch sehr schön. Also ich habe also Deutschland besucht, Österreich besucht und das war eine gute Erfahrung für mich. Normalerweise kann man Deutschland oder Österreich ohne Deutsch besuchen. Also man versteht Englisch, man spricht Englisch. Aber es ist besser, wenn man Deutsch kann. Es ist viel besser, wenn man ein bisschen Deutsch kann. Das erste Mal, dass ich in Deutschland war, als ich 20 war, also mein Deutsch war nicht so gut. Ich konnte nur ein wenig Deutsch. Aber ich konnte ein bisschen mit den Leuten reden. Und das war super. Das hat mir geholfen. Und ja, ich war sehr glücklich. Und die Deutschen waren natürlich überrascht. Und sie waren auch glücklich, weil diese Ausländer Deutsch sprechen kann. Und das ist so, ja, sie sind immer ein bisschen überrascht. Entschuldigung. Also, das war eine gute Überraschung für sie und das war auch eine Überraschung für mich, weil ich habe so viel Deutsch mit ihnen gesprochen und jeder hat gesagt, ah, die Deutschen können alle sehr gut Englisch. Ja, aber sie wollten mit mir auf Deutsch reden. Das war super, das war sehr cool. Also, ich habe viel Deutsch gesprochen. Also heutzutage spreche ich viel Deutsch und ich verwende diese Sprache sehr viel in meinem Leben. Ich lese die Zeitung, ich schreibe etwas jeden Tag, ich kann Bücher lesen und so weiter. Und ich habe so viele Leute kennengelernt, so viele Deutschen kennengelernt. Wenn man die Sprache spricht, ist es einfacher, andere Leute kennenzulernen. Also das hat mir geholfen. Ja, also ich kenne viele Deutschen. Ich bin viel gereist. Ich habe also viel in Deutschland gesehen. Es ist immer einfacher, wenn man die Sprache kann. Es ist schwer, wenn man die Sprache nicht kann. Zum Beispiel, es ist ein bisschen schwierig zu reisen und alles zu verstehen. Also, aber es ist immer gut, meiner Meinung nach, zu versuchen, die Sprache zu lernen und zu sprechen. Also, Deutsch ist wichtig für mich. Ich habe Deutsch an der Universität studiert für 3 Jahre. Am Anfang, ich habe Deutsch nur zu Hause gelernt. Ich habe Bücher gekauft. Und ich habe jeden Tag gehört und gelesen, geschrieben und so weiter. Was noch? Das hilft mir noch. Das hat mir mit
meinem Italienisch geholfen. Ja. Italienisch war meine erste Sprache bis 5 Jahre. Ich habe mit meinen Eltern und Großeltern auf Italienisch gesprochen. Aber als ich 5 Jahre alt war oder 6 Jahre alt war, bin ich in die Schule gegangen. Ich bin in Australien aufgewachsen und ich habe sofort so schnell Englisch gelernt und ich habe mein Italienisch vergessen. Ich konnte nicht mehr sprechen, nicht viel, aber ich konnte nur alles verstehen. Ich konnte alles verstehen. Und so viele Leute haben über mich geredet und ich konnte verstehen, auch meine Verwandte. Sie haben über mich geredet und das war ein bisschen peinlich. Ich habe alles verstanden und sie hatten keine Ahnung, dass ich alles verstanden habe. Okay, aber Italienisch war nicht so interessant für mich. Das war ein bisschen langweilig. Das war eine langweilige Sprache für mich, weil das meine Familiensprache war. Und ich hatte keine Lust, keinen Bock, mein Italienisch zu verbessern. Und das war ein bisschen anstrengend zu lernen. Und das war nicht so interessant. Aber später im Leben, als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, habe ich auch Italienisch also wieder gelernt. Und das war so einfach. Und ich habe Italienisch so schnell gelernt, weil ich die Grammatik verstanden habe. Weil die Grammatik ist ein bisschen wie Deutsch. Und das hat mir geholfen mit der Sprache. Und jetzt kann ich ziemlich gut Italienisch. Ja, Deutsch ist eine wichtige Sprache für mich, weil das war meine erste Fremdsprache. Wenn man eine erste Fremdsprache hat, ich glaube, man wird immer zu dieser Sprache wiederkommen, zurückkommen im Leben. Das war meine erste Erfahrung mit einer fremden Sprache und das war so interessant für mich und aufregend und ja, alles war neu, es war eine neue Sprache. Wenn man also eine Sprache kann, man kann also natürlich die Leute kennenlernen, man kann das Land besuchen, man kann alles tun. Ist so wichtig für mich und es ist auch meine Lieblingssprache, wie ich gesagt habe. Ja, ich glaube, das erste Fremdsprache, das man hat, ist die beste Sprache oder die wichtigste Sprache, das man hat. Also, meiner Meinung nach, Deutsch ist die wichtige Sprache, die wichtigste Sprache für mich in meinem Leben. Italienisch, das ist nicht der erste, das ist der zweite wichtige Sprache in meinem Leben. Ich glaube Deutsch. Ja, natürlich Englisch, aber Englisch ist meine Muttersprache und das ist nicht so interessant für mich. Ein bisschen langweilig. Also ja, Deutsch ist sehr. Ich habe viele andere Sprachen gelernt in meinem Leben, aber und ja, sie waren interessant und cool, aber ich glaube, Deutsch ist die wichtigste Sprache für mich. Und ich werde immer mein Deutsch lernen und verbessern, üben, mein Deutsch üben. Und ich verwende mein Deutsch jeden Tag. Und das ist sehr wichtig. Wenn man besser sprechen will, dann muss man mehr sprechen, natürlich. Aber muss man auch mehr lesen, mehr schreiben und so weiter, mehr hören. Ja, okay. Deutsch ist meine Lieblingssprache. Und diese sind die Gründe. Es war meine erste Fremdsprache. Ich habe Deutschland besucht und das hat mir auch gefallen. Und ich habe Deutsch an der Uni studiert. Ich habe Deutsch zu Hause gelernt und ich lerne noch Deutsch. Ich bin 34 Jahre alt. Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen, als ich 16 Jahre alt war. Das war lange her. Also ich habe mein Deutsch ein bisschen vergessen auch, aber es kommt
Es ist zurückgekommen. Ja, vielen Dank und tschüss.